Nach dem tragischen Tod von Paul Walker wurde entschieden, Fast and the Furious weiterzuführen. Und ob das funktioniert ohne Paul Walker, das erfahrt ihr jetzt. Ja, gerade der siebte Teil hat ja einen extremen Hype genossen, dadurch, dass Paul Walker gestorben ist und war auch mal ein Song in den Charts. Und der Film ist extrem politisch geworden, das hat mir so überhaupt nicht gefallen. Der Film wurde ja von ziemlich vielen Leuten extrem abgefeiert. Ich fand ihn eher so, naja, gerade aus den Gründen, dass Fast and the Furious eine politische Botschaft irgendwie einfach gar nicht steht. Das hat mich extrem aus dem Konzept gebracht. Der achte Teil macht es jetzt wieder ein bisschen anders, geht back to the roots und orientiert sich an Teil 5 und 6 und hat auch einen ziemlich coolen Regisseur gewonnen. F. Gary Gray führt ja hier Regie, der hat ja so mega geile Filme gemacht wie The Italian Job oder Straight Outta Compton. Und jetzt übernimmt er sozusagen die Fast and Furious Reihe und macht sie doch ziemlich cool. Das ist ein ziemlich cooles Drehbuch. Es ist natürlich sehr unlogisch, also man muss sein Hirn ausschalten. Das ist die Grundvoraussetzung jetzt auch für diese Kritik. Also will ich jetzt nicht an jeder Stelle nochmal sagen. Also natürlich, die ganzen Actionsequenzen sehen cool aus und man muss dafür sein Hirn ausschalten. Das ist nichts mit Logik, aber man kann den Film doch wirklich genießen, weil er ist sehr packend. Die Charaktere machen Spaß, die Dialoge bestehen aus vielen One-Linern, aber sie sind irgendwie cool. Wenn man gerade mit ein paar Kumpels ins Kino geht, dann macht das doch auf jeden Fall Spaß. Und es ist auf keinen Fall so, dass man am Ende sagt, so scheiße, ich hatte eine scheiß Zeit im Kino, ich will mal unbedingt mein Geld zurück. Und es ist natürlich ein Film, den man mögen muss. Wenn man nicht auf solche Action-No-Brainer steht, dann sollte man sich diesen Film auf jeden Fall nicht ansehen. Ich fand den Film doch ziemlich cool, hatte mit Charlize Theron auch einen ziemlich schönen und sehr guten Neuzugang. Man merkt, dass die Schauspieler alle Spaß bei dem haben, was sie machen. Es gibt ziemlich viele coole neue Autos und ein sehr geiler Soundtrack wird noch mit oben drauf geliefert. Und ja, also ich finde, es ist ein würdiger Nachfolger gewesen, gerade auch nach dem, wie ich finde, mittelmäßigen siebten Teil. Ich gebe 7 von 10 Punkte. Lasst mich eure Meinung wissen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von Fast and Furious generell haltet. Oder wenn ihr den Film schon gesehen habt, wie fandet ihr ihn? Das würde mich gerne mal interessieren und wir sehen uns sonst in der nächsten Kritik mit mir. Macht's gut.